Über 20.000 Mütter und Väter lesen die Elternbriefe des Landes. In 5 Jahren wurden 9 Ausgaben der Zeitschrift veröffentlicht. Die Elternbriefe sind als Ratgeber für Eltern bei der Bewältigung der immer komplexer werdenden Beziehungs- und Erziehungsaufgaben ins Leben gerufen worden. Es ist ein wirklich wunderbares Projekt, weil es vor allem so viele Familien erreicht. Also im Schnitt erreichen die klassischen Bildungsangebote für Eltern nur 10% der Eltern. Hier haben wir sehr viel Information, humorvoll aufbereitet, sehr praxisorientiert, und das macht dieses Projekt so wertvoll. Das Projekt Elternbriefe ist 1946 in den Vereinigten Staaten ins Leben gerufen worden und hat 1969 auch Europa erreicht. 2010 hat die Initiative dann, dank der Elternbriefe des Landes Südtirol, auch in Italien Fuß gefasst. Heute wird das Projekt von der Familienagentur des Landes geleitet. Wir wollen einen Beitrag leisten, um die Erziehungskompetenz der Eltern zu erhöhen. Es besteht einfach ein großes Interesse, in Erfahrung zu bringen, was bedeuten die Entwicklungsphasen, die Lebensphasen für das Kind selbst. Und wenn die Eltern in der Lage sind, das besser zu verstehen, dann können sie auch einen größeren Beitrag leisten, um ihre Kinder gut und gesund zu erziehen. Was die Inhalte betrifft, so zeichnen sich die Elternbriefe durch ihren direkten Zugang zu den Argumenten und durch ihre einfach und verständliche Sprache aus. Sie geben Ratschläge und Empfehlungen. Hervorzuheben ist, dass es das Projekt Elternbriefe nur in Südtirol gibt. Der große Erfolg hat die Verantwortlichen überzeugt, weitere neue Ausgaben zu planen. Die Elternbriefe sind eine sehr niederschwellige Form der Elternbildung. Sie erreichen sehr viele Eltern. Wie schon erwähnt, sind eben über 15.000 Familien in Südtirol inzwischen abonniert und erhalten die Elternbriefe regelmäßig. Und es ist vor allem eine wichtige Information für Eltern, weil sie viel über ihre Kinder lernen, also über die Entwicklungsschritte, die Kinder machen, aber auch über Situationen im Alltag, die sie so besser bewältigen können. Und sie bieten einfach eine Erleichterung in der Erziehungsaufgabe. Momentan ist es so, dass die Elternbriefe von der Schwangerschaft bis zum 7. Lebensjahr angeboten werden und dann vom 10. bis zum 13. Lebensjahr. Es wird in der nächsten Zeit ein weiterer Elternbrief herauskommen zwischen 7 und 10 Jahren und dann noch der 10. zwischen 14 und 18 Jahren. Die Elternbriefe erscheinen zweisprachig und sind absolut kostenlos erhältlich. Man kann sie per Post anfordern, es gibt sie aber auch digital im Internet. Alle weiteren Informationen findet man unter www.provinz.bz.it/Elternbriefe.